Sie sind hier, 12. Dezember 2018, 12.23 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten. Der historische Halbfinaleinzug des EHC Red Bull München in der Champions Hockey League beschert Sport 1 eine neue Rekordquote im TV. Erfolgreicher Abend für das deutsche Eishockey und für Sport 1, mit einem packenden 5:5 Unentschieden nach Overtime bei den Malmö Redhawks hat der EHC Red Bull München als erste deutsche Mannschaft überhaupt das Halbfinale der Champions Hockey League CHL erreicht. Die Live-Übertragung des gestrigen Eishockey-Trillers im Free-TV verfolgten im Schnitt 190.000 Zuschauer ab 3 Jahren Z3 und bis zu 350.000 Zuschauer Z3 in der Spitze. Damit hat Sport 1, das den Wettbewerb bereits seit der Gründung 2014 überträgt, neue Rekordreichweiten erzielt. Auch der hervorragende Marktanteil in der Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre, M14-59, von 2,5% wurde zuvor noch nicht erreicht, der Gesamtmarktanteil lag bei 0,8%. Münchner Halbfinale gegen Salzburg. Unter besonderen Vorzeichen der Runde der letzten vier kommt es für den EHC Red Bull München in der CHL nun zum brisanten Duell mit dem EC Red Bull Salzburg. Beide Teams haben neben dem gleichen Hauptsponsor eine weitere Gemeinsamkeit, sie stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale der Eishockey-Königsklasse und nehmen jetzt den ganz großen Coup ins Visier. Sport 1 bleibt in der CHL weiter am Puck und überträgt auch die beiden Halbfinals live im Free TV. Das Hinspiel in München wird am Dienstag, 8. Januar, live ab 19.25 Uhr gezeigt. Die Ansetzung des Rückspiels steht aktuell noch nicht fest. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.